Es hat nicht gelangt, für die 2 Punkte anzuhalten. Bestplayer geworden. Das ist ein schwacher Trost, nehme ich an. An was ist es gelegen, dass es nicht geklappt hat? Ja, aber wie du gesagt hast, heute ist wahrscheinlich niemand von uns über sich herausgewachsen. Es hat niemand ein richtig gutes Spiel gezeigt. Und das ist natürlich schwierig mit dem Kader, den wir noch haben. Wenn ein, zwei Spieler wenn richtig gut spielen, das hat uns sicher gefällt. Der Nikolaj Sajlovic ist noch verletzt ausgefallen im Verlauf des Spiels. Ist das noch besonders ins Gewicht gefallen? Mehr Last auf weniger Schultern in diesem Sinne? Ja, sicher. Wir haben vorher schon 4 Rückraumspieler gehabt. Jetzt haben wir, so wie es aussieht, noch 3. Also es wird sicher eine harte Zeit in den nächsten paar Spielen. Aber ja, jetzt hoffen wir, dass wir die anderen wenigstens verletzungsfrei bleiben. Ja, das wünsche ich euch auch. Gute Erholung bis zum nächsten Match und viel Glück im Verlauf der Saison. Merci vielmals.